Moin und willkommen zur nächsten Folge Redstone-Schule. Und hier sitze ich genau in der Maschine, auf der wir von der, auf die wir von der letzten Folge aus schon mal rübergeschaut haben. Und worum es hier genau geht, ja, das sage ich euch. Es geht um Zufälle auf jeden Fall, um eine Menge Zufälle. Und ihr seht, da drüben leuchtet ein Lämpchen. Ja, die anderen sind alle aus. Oh, jetzt passiert gerade irgendwas. Ah, es leuchtet ein anderes Lämpchen. Das war zum Beispiel einer dieser Zufälle. Wie funktioniert das? Wir haben hier eine Maschine, die aktuell aus 12? Ja, aus 12? 10. Aus 10, aus 10. 12, nee, warte mal. 12? Du hast recht. Ich hab nichts gesagt. Ach, Busch. Alles gut. Auch die Besten machen meinen Fehler. Aus 12 verschiedenen möglichen Zuständen wählt, oder aus 12 verschiedenen möglichen Zufallslampen wählt. Und ihr seht das, hier sind noch 4 weitere Lampen. Das sind potenziell noch die 13 bis 16, ja, die man noch mit anschließen könnte. Sind im Moment nicht angeschlossen. Warum? Erklären wir euch dann. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Warum wird hier zufällig eine Lampe angesteuert und bleibt an? Wir haben hier eine Zufallsmaschine, die in verschiedenen Linien funktioniert. Ja, jede dieser Linien lässt eine gewisse Anzahl an Signalen durch. Und das funktioniert hier über so eine Art Matrix-System. Wir sehen hier Zäune und Wolleblöcke. Ja, Wolleblöcke lassen durch, Zäune lassen nichts durch. So, und der erste Zufall, der passiert, ist, dass hier entweder die linke Seite durchlässt oder die rechte Seite durchlässt. Ja, das gibt es nicht, dass beide Seiten gleichzeitig durchlassen. Genau, es fährt entweder runter oder hoch. Und je nachdem wird die rechte Seite hier in diesem Fall jetzt Signal durchlassen oder wie jetzt, nachdem wir nochmal umgeschaltet haben, die linke Seite Signal durchlassen und hier wieder nicht mehr. In der zweiten Matrix, da sehen wir, dass sich das Ganze ein bisschen verändert hat. Das ist die zweite Linie hier. Ich gehe nochmal hoch, zweite Linie. Da hat sich das Ganze verändert, denn hier hatten wir durchgehend Wolle auf der einen und durchgehend Zaun auf der anderen Seite. Hier haben wir Zaun, Wolle, immer im Wechsel. Das heißt, hier wird das Signal, was hier einmal halbiert wurde, erneut halbiert. Und zwar immer die Hälfte, die durchgegangen ist. Wenn hier das Signal durchgeht, würden diese Signale halbiert. Und wenn hier das Signal durchgeht, werden hier die Signale halbiert. Also letztlich ist das identisch links und rechts. Dann kommt die dritte Linie ins Spiel. Das ist die hier. Und da sehen wir, jetzt sind plötzlich, hier kann man auch nochmal schön veranschaulichen, hier hinten, da waren es noch 8. 8, genau. Hier hinten waren es noch 8. Hier sind es noch 4 Signale, die durchgehen. Hier plötzlich kommen 2 Signale wieder nur noch durch. Das gleiche wäre hier oder hier oder hier, je nachdem, wo das Signal von hinten angekommen ist. Und hier geht dann nur noch ein Signal durch. Hier haben wir das Raster wirklich im Wechselmodus. Hoch, unten, hoch, unten, hoch, unten, hoch, unten. Und somit entscheidet sich hier vorne, welche Lampe angeht. Und wenn wir uns mal hier an die Seite stellen und wir aktivieren die ganze Maschine mal, dann sehen wir gleich auch nochmal, wie das Ganze arbeitet. Also zuerst fahren alle nach oben. Und dann fährt zufällig eine der Leitungen eben wieder, fährt jede dieser 4 Leitungen zufällig entweder runter oder sie bleibt oben. Genau, und jetzt sehen wir, jetzt hat das Signal gewechselt. Wir sind zwar hier hinten auf der gleichen Seite geblieben, hier sind wir auch noch an der gleichen Stelle geblieben, aber hier ist schon mal der erste Unterschied. Wir sind nicht mehr bei den beiden, sondern wir sind bei den beiden hier und die werden hier nochmal gesplittet. Uppala. Beziehungsweise hier kommt das eine Signal raus und geht dann hier vorne auf die Lampe drauf. Genau. Und so hat der Zufall entschieden, dass diesmal diese leuchten soll. Und das hätte jede beliebige andere auch sein können, außer den linken 4, die sind noch nicht angeschlossen. Genau, da ist wieder ein Wechsel gewesen. Gut, Busch, dann gehen wir mal zum Seitenzauber, den lasse ich dir. Ja, also alles, was hier eben drumherum ist, das bestimmt jetzt eben diesen Zufall. Zuallererst haben wir hier unten eben die, Sekunde bei mir, ja, die braune Wolle. Die braune Wolle, die unten da bist ist, du. Genau. Die sorgt erstmal dafür, dass alle Pistons die Leitungen nach oben schieben. Ne, dass eben der Standardzustand ist, dass alles eben oben ist. Mach ich mal kurz so. Zack, jetzt ist alles oben. Danach werden eben die ganzen Zufälle, wo wir hier oben diese Automaten haben, diese Spender, mach's mal, genau. Bin schon dabei. Diese Spender eben für jede Leitung einen, das heißt, wir haben 4 Stück. Die werden jetzt dann zusätzlich zeitgleich noch resettet. Ja, das kann ich jetzt auch mal machen. Ups, zack. So, jetzt sind sie resettet. Alle sind runtergefahren und jetzt ist erstmal hier kein Item in den oberen. Jetzt hier oben in diesen Spendern, in den oberen Spendern, kein Item mehr drin. No. Genau.
In den Spendern, die darunter, sich darunter befinden, die zeigen eben in den oberen rein und Rouge fällt dann wieder runter mit seinem Speedpack. Ach ja. Und in den unteren sehen wir, haben wir wie schon immer beim Zufall ein stackbares und ein nicht stackbares Item. Dass es sich hierbei um Showcases handelt, ist einfach persönlicher Geschmack. Ich habe lieber alles auf Showcases, was nicht mehr verändert werden soll. Und jetzt wird per Zufall eines der unteren Items eben nach oben abgegeben. Und je nachdem, was das ist, ich drücke mal dann den Knopf, wird hier vorne dann eben der Piston getriggert oder nicht. Jetzt fragen sich viele von euch, ja, das nicht stackbare Item gibt ja trotzdem ein Signal ab. Wieso wird es da nicht getriggert? Da habe ich hier einfach, dass es ein bisschen kompakter ist und ich hier nicht ewig lange Leitungen verlegen muss, in die Seite bei diesen Komparatoren nochmal ein Signal reingehen lassen. Und dieses ist immer die Stärke 1. Also wenn du hier in den Ofen schaust, im Ofen liegt ein Item drin. Das heißt, hier kommt immer ein Signal der Stärke 1 rein. Und da das auf dem Subtraktionsmodus steht, wird immer 1 minus 1 dann gerechnet und es ist 0. Oder eben beim nicht stackbaren Item ist es dann 3 minus 1 und das ist 2 natürlich. Und beim 2er Signal kommt es dann hier raus. Ja, na, das sieht man genau, wenn es nicht auf dem Subtraktionsmodus ist, dann vergleicht er und da 1 gleich 1 ist, lässt das durch. Auf dem Subtraktionsmodus lässt das eben nicht durch. Deswegen hatte ich es gerade kurz ausgeschaltet, genau. Ah, genau. Ja, und das ist dann auch schon die ganze Magie, dass eben dann zufällig hier Leitungen runterfahren. Also dieses Zufallsmaschinenprinzip kennt ihr ja im Grunde schon von anderen Videos, die wir gemacht haben. Dass wir den Ofen direkt nebendran stellen, das haben wir so noch nicht gezeigt, aber es ist ja letztlich egal und das haben wir ja auch schon oft betont, woher ein Signal kommt, entscheidend ist, wie stark es ist. Ja. Genau. Ja, komplett richtig. Dann haben wir hier vorne noch die pinke Leitung, die mag vielleicht erstmal ein bisschen verwirren, warum wir hier jetzt vorne an den Ausgängen nochmal hier jetzt Leitungen verlegen. Das hat folgenden Grund. Wir haben jetzt eben im Moment das Signal kontinuierlich an. Das heißt, der Zufall wird berechnet und dann bleibt hier hinten die Lampe eben brennen, bis man eben neu den Knopf drückt. Und das ist leider ein kleines Problem, wenn wir jetzt hier mal diese rosa Wolle abkapseln. Und ich drücke jetzt mal drauf. Jetzt achte mal auf die Lichter vorne. Dann dürften wir einen kleinen Sprung sehen. Ja, ein paar Sprünge, ja. Ja, genau. Na, das springt ein bisschen hin und her, weil eben die ganzen Repeater trotzdem ja durchfeuern, ihr Signal durchgeben und je nachdem, was halt jetzt getriggert wird, alles wird erst hochgeschoben und dann werden die entsprechend runtergeschoben. Man sieht quasi den ganzen Ablauf der Signaldurchgänge, nur dass man das halt nicht haben will. Genau, und deswegen ist die pinke Leitung, die unterbricht hier vorne einfach nochmal, deswegen sind hier vorne nochmal Komparatoren, unterbricht eben, dass das Signal durchgeht für wenige Ticks. Ne? Und genau deswegen haben wir eben keinen sprunghaften Wechsel, sondern einfach nur einen kontinuierlichen geplanten Wechsel. Es geht mal kurz aus und dann geht das Licht eben an. So, wenn man das jetzt eben nicht haben möchte, wenn man einfach nur ein kurzes Signal braucht, was am Ende rauskommt, dann kann man hier den ganzen pinken Schnickschnack weglassen. Und hier hinten ist nochmal eine blaue Wolle, die im Moment gar nicht angeschlossen ist. Wenn man sich das anschaut, hier der Repeater geht einfach nur in die Fackel, das ist sinnfrei. Wenn man jetzt aber die Fackel austauscht gegen hier einen Wolleblock oder was auch immer, einen Redstone leitenden Block, dann haben wir vorne, wenn wir nochmal nach vorne schauen, nur ein kurzes Signal, welches ihm dann angeht. So, na, dann jetzt drücke ich drauf. Ja, und jetzt leuchtet es noch einmal kurz auf, in dem Fall war es diese Lampe hier. So, genau, haben wir noch was vergessen? Nicht wirklich, nee, aber ich habe euch anders gesagt, hier hängen noch ein paar Lampen rum, genau. Also ach, ihr könntet hier genauso gut, also andersrum. Wenn wir uns das hier anschauen, hier gibt es noch diese grüne Linie und das ist eine, ich sag jetzt mal, Rücksetzlinie. Das heißt, sollte der Zufall hinten das Signal auf diese grüne Linie schicken, dann löst die ganze Maschine nochmal aus, und zwar so lange, bis das Signal nicht mehr auf der grünen Linie landet. Warum ist das so? Busch wollte hier bewusst einen Zufall 1 aus 16 haben. Nee, aus 12 haben. Und die Maschine könnte aber auch 1 aus 16 problemlos machen. Das heißt, man könnte den ganzen grünen Gulasch hier weglöschen und könnte einfach das, was hier in rosa und gelb gehalten ist, hier einfach noch zu den Lampen vorverbinden. Und man hätte dann statt dieser Rücksetzung auf jeden Fall eine Auswahl aus 1 aus 16. Man könnte die ganze Maschine auch halbieren, wenn man sagt, es reichen einem 8 Lampen. Dann kann man sich im Prinzip, von hinten ist es am besten zu veranschaulichen,
Dann kann man sich im Prinzip so eine Seite hier komplett sparen. Ja, und kann den Aufbau nur mit der linken Seite machen. Genau, dann und braucht man auch dann, diese. Genau, brauchst du die letzte Line aber auch nicht. Ja, das heißt, man kann also nicht nur in der Breite sparen, sondern man kann auch in der Tiefe der Schaltung sparen. Ja, so viel dazu. Habt ihr noch Fragen? Ich höre nichts. Ich höre keine Fragen. Nein, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, ihr findet natürlich auch hierzu die Schematik dann auf meinem Discord-Server. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr nachbauen, könnt ihr umbauen, könnt ihr gestalten, könnt ihr verwalten, könnt ihr benutzen, wofür ihr wollt. Wir würden uns mal freuen, wenn wir mal sehen, wo jemand das eingebaut hat. Also entweder ihr schreibt uns einfach in die Kommentare, dass ihr das irgendwo verwendet habt und dann kommen wir mal vorbei, schauen das an, vielleicht machen wir auch ein Video draus. Oder ihr schickt uns mal ein Video zu, wie ihr das verwendet habt. Keine Ahnung, macht einfach mal. Hauptsache, ihr schreibt ordentlich was in die Kommentare und lasst ein Like für das Video da und dann sind wir alle glücklich. Oder, Busch? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, ihr Lieben. Dann haut rein und wir hören uns, wenn es wieder heißt... Rouge vs. Busch nächste Woche. Rouge vs. Busch oder Hellsehen auch im Dunkeln, ja. Was? Okay, ja. Keine Ahnung. Bis dann. Ciao. Ciao. War doch richtig, was ich gesagt habe, war doch nicht ein Fehler drin. Da war keine Unwahrheit dabei, ja, du hast vollkommen recht. Ne? Nicht eine Unwahrheit. Man könnte auch sagen, Rouge hat immer recht. Ja. Hier sind so Blöcke und da sind so Blöcke. Und über den Blöcken sind Blöcke und darunter sind Pistons. Und unter den Pistons sind Zäune. Und man könnte auch Schweinegatter sagen. Und hier so Wolle. Und Wolle. Und dann geht hier so ein Signal durch und dann bleibt das da hängen und da geht es durch und da bleibt es hängen und dann am Ende geht hier so ein Lämpchen an und dann hat man eine Zahl quasi. Ja. Ist gut, oder? Ja. Nicht triggern zu lassen. Jetzt tust du wieder so, als wäre das Raketenwissenschaft hier. Weil wenn es klar... ich bleib an meinem Müsli erstickt. Und wenn das Glas weg ist, ist das Glas weg und das wäre halt weg und weg ist halt nicht da. Und was nicht da ist, ist halt nicht gut, weil nur was da ist, ist da. Na, Professor? Professor? Was machst denn du da? Willst du mich einbauen oder was? Huch. Ja. Huch. Oh! Was passiert fast ernsthaft? Okay. Dann jetzt mal ernsthaft an die Schaltung oder... Oder nicht? Ja, können wir machen. Und ich habe gerade noch so eine Idee gehabt. Wir könnten natürlich... Und dann habe ich gesagt, warte mal, ich kann noch einen Euro drauflegen, dann müssen sie mir nur 40 Cent. Und dann war sie komplett. Dann hat sie mir erstmal 30 Euro gegeben, dann hat sie mir 1,04 Euro gegeben und dann hat sie mir irgendwann die 10,40 Euro gegeben. Out of the light, into the dark. Huh.